Herausforderung. Wenn man sich das Wort Herausforderung anguckt, dann heißt das heraus und fordern. Heraus heißt aus mir, aus meinem normalen Modus heraus, heraus aus etwas, wo man drin ist. Fordernd heißt etwas zu verlangen, also es passiert etwas, man wird zur Tat gefordert, also man wird zur Tat gepusht. Wenn wir Herausforderungen nehmen, dann ist das was, wo wir aus dem, was wir kennen und was wir normal machen, also aus dem Automatismus herausgehen und uns einer neuen Situation, einer neuen Energie, einer neuen Sein stellen müssen, was uns fordert. Also fordern ist ja auch etwas vor, also nach vorne gehen. Und die Herausforderung an sich ist, ja, was soll man da dagegen haben, ne? Also wenn ich da immer bleibe, wo ich bin, was soll mir Tolles passieren? Ich meine, mir passiert vielleicht auch nichts Negatives, wenn ich mich in meinem Schneckenhaus bewege, aber ich komme halt nicht raus und wir wollen das Leben genießen, wir wollen Freiheit, wir wollen Raum und wenn wir dann immer drin bleiben, dann kann ja nichts Neues entstehen. Und aus diesem Verständnis geht es eigentlich nicht darum zu gucken, auf seine Stärken zu achten oder seine Schwächen zu begucken oder sonst irgendwas, sondern eher ins Gespür zu gehen, ins Gefühl zu gehen. Was heißt denn drin? Und was heißt denn draußen? Also was heißt denn heraus? Und ist das heraus nicht eigentlich auch ich? Also ne, wo fängt das Schneckenhäuschen an und wo hört es auf? Dieses Gespür erstmal dafür zu bekommen und ohne einen Gedanken dazu zu haben, wie fühlt sich es eigentlich an? Fühlt sich es jetzt gerade gut an oder nicht gut an? Es können alle sagen, das ist total schlimm und ich sitze da und denke so, nö, wieso, macht doch Spaß. Das kann für mich was ganz anderes sein als für den Gegenüber. Es kann auch ganz anders sein als der Glaubenssatz oder die Bewertung, die ich mitbekommen habe von zu Hause. Und das Erste bei Herausforderungen, wenn ich die denn so betitel, also Probleme als Herausforderungen sehen, ist schon mal schön, weil die ziehen uns aus dem drin, aus dem Schneckenhäuschen raus, aus der Komfortzone meinetwegen, wenn man das so beschreiben möchte. Wenn ich da gucke und erstmal gucke, was macht das überhaupt mit mir? Die Schlussfolgerung ist erstmal, das ist doof. Ne, das ist unangenehm. Das stimmt aber ganz oft nicht. Also ich kann nicht leben ohne Herausforderung. Da bin ich nicht mit glücklich. Wenn ich keine Herausforderung habe, ist mir langweilig. Das heißt, dann fange ich an zu graben und dann kreiere ich mir auch irgendwelchen Blödsinn, weil mir langweilig ist. Ne? Dann ist irgendwie, keine Ahnung, Auto geht kaputt oder irgendwie was geht schief oder so, weil ich mich mit etwas befassen möchte. Ich möchte herausgefordert werden. Ich möchte nach vorne. Ich möchte heraus aus dem, wo ich gerade bin. Ich möchte mich weiterentwickeln und so weiter. Das heißt, wir können auch totalen Spaß daran haben. Das ist natürlich jetzt dem Problem oder der Herausforderung dann auch angemessen, was ist das jetzt gerade? Aber also meine Empfehlung ist, nicht in den Kopf zu gehen. Also für Stärken muss man die Stärken kennen, dafür muss man Klarheit haben. Die Schwächen, das ist eine Bewertung. Was ist überhaupt Stärke und Schwäche? Es gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt nur, man hat's nicht, man hat es ein bisschen, aber ob das gut oder schlecht ist, ist doch nur eine Kackbewertung. Also da die Bewertung wegzulassen und wirklich einfach zu gucken, ich spüre, dass das für mich okay ist. Ich spüre, dass das für mich super ist. Ich spüre, dass das eben nicht geht mit mir. Dafür muss ich das nicht verstehen. Und das ist der erste Schritt, um mit sowas umzugehen. Zu sagen, also wenn das nächste Mal was kommt, was mich, also jetzt kommt kein Burnout mehr, das geht mit mir gar nicht mehr. Aber wenn ich schon merke, es driftet so schon da die Energie kennst du, ne? Das sind die Anfänge von irgendwas, ne? Dann sitze ich dann schon da und sage, Moment mal, was ist denn gerade mit dir los? Dann gehe ich ins Gespür und sage, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und du hast es gar nicht gemerkt. Und dann verbinde ich mich mit mir, dann gucke ich auf mich, dann gehe ich mit mir im Endeffekt ins Gespräch und schaue, was kannst du tun? Oder was solltest du besser lassen? Und das ist dann, das funktioniert viel großartiger und viel schneller und viel leichter, als wenn man dann Stärken, Schwächen oder sonst irgendwas macht. Mal abgesehen davon, dass man ja, wenn man da im Kopf ist, im Kopf bleibt und meistens kommen da ja die Probleme her, weil da die Glaubenssätze und die Bewertung und Begrenzung sitzen. Masse.